So. Dann ist ja der ganze Rest jetzt auch endlich im Bilde, worum es hier überhaupt geht. Das ist immer diese Stelle in dem Spiel, die ich am meisten hasse. Das Ende bringt mich jedes Mal zum Weinen. Das ist nämlich das, was Mystery Dungeon immer wieder viel zu gut hinkriegt, die Abschiedsszenen. Aber gut, noch haben wir ja ein bisschen bis dahin. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Gut. Lass uns gehen, Kilian. Besuchen wir die Lüfte. So, der Himmelsturm. Ah, gut, dass ihr da seid. Qua! Was ist los? Was macht Xalto da? Es ist fast bereit. Das Teleportjuwel. Teleportjuwel? Qua! Es ist vollbracht. Dies ist das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt des Himmels schicken. Nun, Kilian, nimm es an. Das Team von Kilian erhält das Teleportjuwel. Es wurde geschaffen durch die Kräfte der Psyche. Von mir, Simsala, und... Oh. Einem Geist-Pokémon, dessen Hilfe wir erhalten haben. Entschwunden, so scheint es. Wer kann das sein? Es ist wohl schüchtern. Lass es gut sein. Jetzt muss ich euch ein letztes Mal fragen. Diese Reise wird erhebliche Gefahren mit sich bringen. Wollt ihr dennoch gehen? Sicher werden wir das. Wir müssen Rayquaza bitten, den fallenden Stern zu zerstören, nicht wahr? Bringt uns das den Frieden zurück, so gebe ich mein Leben gerne. Das ist mein Wunsch. Ja. Und wenn dieser Wunsch erfüllt wird, Gardevoir sagte. Flashback. Ende. Das wird mein letztes Abenteuer mit Chrissy sein. Kilian, lass es uns in Angriff nehmen. Wir zählen auf euch, Chrissy, Kilian. Au, 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 wo sind wir? Oh, Kilian, ist das cool. Wir sind auf den Wolken. Wow. Kilian, sieh dir mal nach oben. Das ist ein hoher Turm aus Wolken. Ganz oben auf der Spitze des Turms. Dort wird Rayquaza sein. Kilian, klettern wir hoch. Alle deine Attacken jetzt wieder benutzen. Nein, Hypnose. Wieso? Ich mag keine Hypnose. Ach, Moment, stimmt ja, da war ja noch was. Habe ich ja noch eine andere Taktik gegeben im letzten Kampf, damit er überlebt und keine weiteren Belebersamen frisst. Ein Geist-Pokémon, ein Schuppert. Normalerweise sind allen an. Oh nee. Das ist jetzt fies. Wieso? Ja, es hat jetzt wenigstens dadurch den Link nicht gelöst. Aber das hat mir jetzt fast alle meine Attackenpunkte gekostet. Ja.
wenn sie mir endgültig ausgehen. Ich habe 2 Top-Elixiere dabei. Sowieso müssen wir hier schauen, dass wir so schnell wie möglich durchkommen. Level 26. Und da kommt endlich der lange erwartete Donnerblitz. Ja, jetzt hätte ich sowieso die Attacken delinkt. Wir machen das Doppelteam weg. Ja doch. Ja. Es war zwar eine richtig tolle Kombo mit Doppelteam Donnerschock, aber den Donnerblitz habe ich dann doch lieber. So, und ab jetzt können meinetwegen auch ein paar Monsterräume kommen. Schon wieder volles Inventar. Ich muss mir wenigstens keine Gedanken darum machen, dass mir das Essen ausgeht. So viele Gummibonbons, wie man hier findet. Und warum ich Geist-Pokémon in Dungeons immer hasse. So, damit ist der Magen wieder voll. Knopfkombinationen finden. Ich liebe es ja so daneben zu hauen. Nichts Schöneres als daneben zu hauen, wirklich. Chrissy erreicht Level 25, das ist sehr schön. Ebene 6. Ich muss daran denken, dass bevor wir zu Rayquaza kommen, dass ich Chrissy auf jeden Fall sagen soll, dass er seinen Eisstrahl nicht verwenden darf. Zumindest nicht, bis wir beim Boss sind, weil den brauche ich beim Boss. Sehr dringend sogar. So eine Treppe für zwischendurch wäre auch langsam mal wieder nice. Was haben wir da für ein Band? Ein Spezialband. Das lasse ich jetzt hier mal liegen. Okay, wo ist die Treppe hier? Kann ja eigentlich nur noch da hinten sein. Es regnet.
Sehr schön für Chrissy. Kann er mit seinen Wasserattacken richtig Schaden machen. Ach, ich habe Selbstheiler bekommen als IQ-Fähigkeit. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich mir ein bisschen zeigen, was man mit dem Donnerblitz alles anstellen kann. Er trifft nämlich nicht nur mein Hauptziel, sondern alles, was um mich rum steht. Ist halt super, um aus einer Zwickmühle rauszukommen. So, jetzt hat sich's ausgeeisstrahlt. Ach Mensch, Chrissy, hau halt nicht drauf, wenn der einen Ding-Status hat. Renn mal kurz weg. Falsch, hier wirklich hin. So, jetzt kannst du wieder hier hinterher rennen. Da ist die Treppe, sehr schön. Sind wir zumindest schon mal auf Ebene 10. Ein Smogon. Natürlich geht der Donnerblitz dann auch noch daneben. Ebene 11. Und es hagelt, na super. Eines der zwei Wetter, die ich überhaupt nicht mag. Ah, nee, wieso muss der jetzt Schaufler machen? Er bringt doch nichts gegen Smogon. Ein Lärmband. Was haben wir hier noch? Noch ein Lärmband, okay. Eine TM, die nehmen wir mal mit. Zumindest schauen wir mal, was es ist. Okay, die können wir dann auch liegen lassen. In mein Inventar habe ich ein bisschen ein paar sinnvollere Verwendungszwecke. Gerade wenn wir am Ende noch einen Boss vor uns haben. So, Ebene 12. Wolkig. Wetter mag ich auch nicht. Ist zwar angenehmer als Hagel, aber wolkig schwächt, soweit ich weiß, die Elektroattacken ab. Da ist ja schon die Treppe. Ach, hier fliegen Ledian rum. Das ist ja schön. Ich mag Ledian. In dem Mystery Dungeon ist es sogar brauchbar. Autsch. Da regenerieren wir mal ganz kurz ein paar KP, bevor wir weitergehen.
Und es hagelt. Juhu, ich freue mich. Okay, da oben ist nur ein längerer Gang. Da ist ein Ledian. Wäre toll, wenn sich mir sonst anschließen würde. Wie lang sind die Gänge hier? Das ist ja unglaublich. Ach Gott sei Dank, der hat sich paralysiert geschlagen. Jawohl, die Treppe. Bitte lass es nicht hageln. Danke. Das einzig Schlimme am Hagel ist ja wirklich, dass er einen so ewig aufhält. Weitergeht, kriege ich bald noch eine neue IQ-Fähigkeit, wenn ich so viele Gummibomben uns hier weiterfinde. Juhu, mein Lieblingswetter ist zurück. Also neben Sandsturm. Das macht zwar jetzt kaum Schaden, aber was soll's. Beiden auf einmal erledigen. Was haben wir hier? Schockwelle. Okay. Die können wir mitnehmen. So, jetzt aber hoffen, dass wir die Treppe wieder schnell finden.